Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Transport Fever 2 Projekt. Jo, in diesem Sandbox-Modus, aber ja, genau das machen die meisten. Ich spiele mal ja in diesem Economy-Modus oder wie ich das nennen soll. Und also freier Modus mit Mods, ein paar Dekorationsmods natürlich, ein paar Fahrzeugmods. Ein paar Sachen wie zum Beispiel Natural City Growth oder so etwas. Und zum Beispiel Move It oder auch neue Industrien, damit wir uns natürlich noch ein bisschen ja, verbessern können, verschönern können und so Sachen. Jo, ich liebe das Spiel. Ich habe es seit dem Release gekauft. Also das erste Mal rauskam, wahrscheinlich Early Access oder so. Auf jeden Fall schon ein paar Jahren und ich bin immer so mega motiviert gewesen, mit euch zusammen in einem Let's Play oder Livestream zu bauen. Ich habe extra sehr viele Seen mit einem Extra-Mod, der World Generation macht, gemacht und auch Berge, und das sind scheinbar die höchsten Berge, die machbar sind. Vielleicht gibt es noch andere Mods oder Maps, die noch höhere Berge haben. Aber dass es ein bisschen Schweiz, nach Schweiz aussieht. Das sind natürlich deutsche Namen. Ich könnte auch Schweizer Namen nehmen. Ihr dürft gerne wählen, was, wie und wo was heißen will. Und wir schauen uns einfach mal um. Wir haben ein paar Städte in der Nähe. Ich könnte hier eigentlich einen Zug bauen, hier oben. Ich würde gerne irgendwie oben durchkommen. Aber ich mache einfach mal einen Zug unten durch und ja, Bootsfahrt kommt dann später. Da haben wir noch zu wenig Gute. Also, wir brauchen einen Bahnhof. Den Bahnhof mache ich so gut wie möglich hierhin. Er ist mir aber zu lang. So, ja, gespielt wird einfach chillig. Ich versuche schon gut, so gut es geht zu bauen, also zu spielen. Aber nicht gerade so mega schwierig oder so, weil sonst wird es zu langweilig, sonst müssten wir zu lange warten und so weiter. Und das ist nicht so gut. Ich schaue auch, dass ich gut platziere. Wie ihr seht, baue ich jetzt einfach Maschinen, ein Depot. Und die Schienen, die müssen jetzt irgendwie besser hier durchkommen, weil wir brauchen ja Platz. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Also es ist so, dass der Bahnhof in die Seite geht. Deshalb müssen wir hier so viel Platz wie möglich haben. Jetzt machen wir das mal so. Hier drüben ist die... Ja, okay, es geht wieder ein bisschen steiler jetzt nach oben scheinbar. Hier auch. So gut wie möglich rechts. So. Dass wir hier wieder einen Bahnhof machen können. Ich finde, in diesem Spiel ist es ziemlich wichtig, mit Zügen zu starten. Es gibt einfach das Geld, was eigentlich Busse, also Kutschen am Anfang einfach nicht verdienen können. Und Schiffe und Flugzeuge sind gar nicht möglich. Das ist einfach zu direkt, Steigung zu groß wurde. Das ist einfach zu... Das ist wieder blöde gemacht hier. Es dauert einfach ewig, oder? Und deshalb. Wir gehen jetzt noch in die dritte Stadt und dann reicht wahrscheinlich das Geld nicht mehr. Aber dann haben wir schon mal drei Verbindungen. So. Immer schön die Bahnhöfe setzen. Immer die Bahnhöfe nicht so lange am Anfang. Das tut sonst ja den Finanzen weh und ja, die Züge werden sowieso nicht so lange sein. So, Marburg, Stangerhausen und Dinkelsbühl sind angeschlossen. Wir beginnen mit einer Hin- und Herlinie, das heißt ja 1, 2, 3 und dann wieder 1 zurück, damit wieder beim ersten wieder eingeladen wird oder einfach weitergemacht wird.
Und also wir brauchen Dinkel, Sanger und Marbe. Und Zug, das reicht. So, dann haben wir eine Linie. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Depot auswählen. Und den besten Zug. Der ist am günstigsten. Wieso ist der am günstigsten? Okay, dann nehmen wir ihn auch. Und natürlich Personenwagen, sonst können keine Personen einsteigen. Ich denke mal, 4 reichen. Also es ist vielleicht schon zu viel. Aber wir machen die Zuglinie noch weiter. Wir haben 1,4 Millionen. Wir können, glaube ich, noch ein Gebäude bauen. Wo ist das Hauptquartier genau? Das möchte ich an einem schönen Ort machen, wo wir eigentlich nicht unbedingt durchbauen werden. Wo ist der schönste Berg? Ganz oben auf dem Berg oder so. Wo ist denn der schönste Berg? Also hier wäre ein schöner Berg. Ich glaube, ich mache es hier oben. Es reicht ja, wenn ich... Wo ist der höchste Gipfel? So schön schräg. Sehr gut. Ja. Also das ist unser Hauptquartier. Und das hat verschiedene Stufen. Punktezahlen heißen, es wird besser. Jetzt momentan sieht es aus wie einfach ein Platz. Mit einem ganz normalen Alpenhaus. Mit einem Brunnen. Mit einem Schild. Lager Basler Transport. Okay. Super. Also der Zug sollte eigentlich jetzt dann fahren, wenn wir auf... schnell machen. So. Können wir das ein bisschen sehen. Der Zug kommt. Der erste Zug, den es gibt. Also das ist der Asia-Zug. Das ist scheinbar mir am besten. Und ja, das kostet natürlich Geld. Und währenddessen, ja, ich sehe es gerade, wir müssen natürlich noch... Wie groß ist die große Straße? Das wird nicht. Wir haben neue... Straßen durch einen Mod. Und hier müssen wir einfach schauen, dass auch die Verbindung ist. Wenn die Straße jetzt weitergeht, zum Beispiel hier nach rechts hoch, dann wird manchmal die Verbindung gekappt, wird den Baum nicht kaputt machen. So, und machen wir noch hier irgendwo. Oh, das ist eine schöne Stadt. Die gefällt mir sehr. Zum Bauen, also zum Anfang. Ja, das ist echt. So, also erste Buslinie muss gemacht werden. Sonst haben wir zu wenig Ding. Und weil Rechtsverkehr ist natürlich hier, mache ich immer rechts herum. Die erste Linie. Also dann machen wir hier Dinkelbus R. Das ist so meine Orientierung immer. Müsste schon gut orientieren. Genau hier rechts. Ja. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr gespielt, weil ich immer Mods gesucht habe und ein Projekt starten wollte dann. Das Problem ist hier, hier ist es uneben. Ja. Ich muss es irgendwie hier machen. So, also. Wir nehmen hier auch das Beste. Okay, hier ist das Beste. Ja, die mit der meisten Leistung. 3 reichen mal. So, und der Zug macht natürlich noch kein Geld. Der ist jetzt auch schon hier drüben. Wow, geht das nicht. Also, dann kommen wir von links. Müssen also... Ja, ich mache jetzt einfach mal eine andere Bushaltestelle. So, und tun hier noch eine machen. Ja, und hier reicht auch noch eine. So. Gut, der Zug hat immer noch keine Person. Die können einfach noch nicht einsteigen, deshalb ist er immer rechts herum. Schön wieder zurück.
Ah, hier am Bahnhof muss eine Bushaltestelle sein, das ist wichtig. Das habe ich noch nicht gemacht. So. Sehr gut. Also nochmals diese Linie auswählen. Und nochmals alles neu anordnen. Das ist ein bisschen schwer, da eine reinzutun. Ich bin da jetzt wirklich noch nicht so. Also ich habe es immer wieder gemacht, aber ich finde, ich sollte es jetzt noch nicht so festmachen. So. Und das ist hier Sanger plus R. Gut, dann haben wir schon ein paar. Also jetzt könnte der Bus, der Zug jetzt mal das dienen, denke ich, wenn die Busse schon mal gefahren sind. Und hier müssen wir auch zuerst natürlich die Straßen machen. Genau hier sowieso krumm, dass manchmal dann ja nicht gerade so langweilige Straßen kommen. Okay, dann nehme ich mal eine kleine zum Abwechseln. Immer schön abwechseln. Hat am meisten Spaß. Und immer schauen, dass die Bushaltestellen den richtigen Weg nehmen. Hier ist es jetzt zwar lange, aber ja. Gut. Also ich könnte auch schon am Anfang Bushaltestellen doppelwegig machen. Finde ein bisschen komisch. Beide Richtungen, aber es ist teuer. So, dann haben wir hier die Stadt Marburg. Mar. Bus. R. Und sobald ihr genügend ja, volle Bushaltestellen macht, macht einfach eine Gegenlinie und sonst auch noch Linien mit neuen Bushaltestellen oder auf eine Seite und so. Ihr seht, dass eben dieses Natural City oder Town Grown oder so. Kann man das irgendwo sehen überhaupt? Einstellungen? Nein, denke nicht. Kann man ja, kleinere Städte haben am Anfang. Da sind eigentlich relativ groß. Hier ist zum Beispiel irgendwie klein. Aber die wachsen auch ein bisschen größer dann im Endgame. Ich habe immer so, ja, die Langeweile gehabt irgendwann mal, wenn ich so mega viele Linien hatte und keinen Platz mehr hatte in den Städten. Und das wollte ich mit dem ein bisschen aushebeln. Es kann sein, dass es nicht so leicht ist. Aber, ja. Das werden wir dann sehen. Einfach mal, ja, testen, oder? Also, ich habe gute Gedanken. Also, es ist jetzt nicht so. Wir haben 2 Millionen jetzt, okay. Außerdem hat das Game auf meinem PC mit 16 GB RAM doch ein bisschen Auslastungsprobleme. Kann wegen den Mods sein oder so. Ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht so schlimm wird. Aber es ist immer so zwischendurch, wenn ich gerade irgendwo schnell, zum Beispiel jetzt hier, einfach durch das Gras und so fahre mit der Kamera und nicht im Ego-Modus scheinbar. Wenn jemand weiß, wie ich da die RAM verringern kann, die RAM-Ausnutzung, dann darf ich das gerne sagen. Auf jeden Fall hat der PC-Hersteller mir einfach eine Schrott-RAM reingetan. Das ist vor 2 Jahren vielleicht gar noch nicht so wichtig gewesen, aber jetzt in den 2 Jahren sind so viele Spiele rausgekommen, wo ich irgendwie Probleme habe mit der RAM. Und ja, das Game ist älter, hat aber auch einen großen Ding. Oh, hier sieht's cool aus. Schön, ich habe den Bahnhof ein bisschen hügelig benutzt. Okay, wir haben 3 Passagiere, endlich. Aber es sieht gut aus. Und wir können auch wirklich viel verändern. Ich habe viele Sachen eingefügt. Und macht euch mal ein bisschen Gedanken, was ich dann als nächstes machen soll. Natürlich geht es noch, weiß nicht, 50 bis 100 Parts, aber jo, schreibt mal, was ihr wollt.
Genau, eins ist noch, die Fabriken, die werden jetzt mehr Ausbaustufen haben, die werden wahrscheinlich umso cooler aussehen, auf, weiß nicht, 5 oder 7 Ausbaustufen, sondern nur 3. Oder sogar, oder 5 sind es, glaube ich, bei manchen noch oder so. Genau, weiß ich es nicht mehr. Okay, jetzt haben wir 2, also 4 sind ausgestiegen. Nein, wir hatten 3. 3 sind ausgestiegen und 2 sind hinzugekommen, glaube ich. Boah, sieht das geil aus. Also die Map ist, jo, ziemlich schweiznah. Wahrscheinlich auch ein bisschen österreichisch. Deutschland hat ein bisschen wenig Berge. Aber, jo, sieht auch aus wie Deutschland. Das ist ein Schwarzwald hier. Da drüben ist der Schwarzwald. Hier ist irgendwo Stuttgart oder so. Irgendwie so. Das ist die Donau hier. So. Dann haben wir hier, also wir haben 2 gehabt. Keine. Noch keine. Nicht wieder keine. Also vielleicht hier mehr Busse hin tun. Aber die müssen natürlich auch Geld verdienen, oder? Sonst. Ich sehe gerade der Kontostand nicht hier drin. Hier ist wahrscheinlich eine Öl und ja. Pumpen. Gut, schauen wir mal kurz uns um hier. Marburg. Hier haben wir ein paar Stück. Was wollte ich schauen? Ich wollte schauen, wie die Busse ausgelastet sind. Ah, hier haben wir gar keine Busse noch. Da habe ich nicht fertig gedacht. Easy. Übersichtlich ist das Spiel natürlich nicht. Also es fehlen sehr viele Symbole oder so, die einfach mir helfen würden. Das ist diese Strecke. Ah, die andere ist der Orange. Wie mache ich das schon wieder? So. Die grüne Strecke. So. Also hier sind trotzdem Leute, weil hinter der Häuser sind. Die sollen jetzt irgendwo. Ja, sind einfach ein paar Personen unterwegs. Die sollten eigentlich schon irgendwie zum Bahnhof gehen. Also es sind eher die Leute, die in der Nähe sind. Ah, bis hierhin, okay. Gut. Das Spiel hat auch lustige Sachen, wie zum Beispiel Easter Eggs hier. Ja, die sind halt schon ausgeschlüpft, diese Easter Eggs. So, wir haben immer noch 122 minus 2,3 Millionen. Ich weiß nicht, vorher hatte ich doch irgendwie 1,4 Millionen und jetzt habe ich 2,2 Millionen, also irgendwie habe ich wieder Geld bekommen, komischerweise. So, jetzt schauen wir mal nach den Rohstoffen. Also Backstein ist ziemlich gut, da hätten wir Stein, nein, Backstein. Stein haben wir jetzt gerade nicht in der Nähe. Müssen wir eventuell noch irgendwo anders. Also ich könnte von hier hoch. Sonst habe ich ja keine Backsteine mehr hier. Nö, da unten. Also es wird mal noch nichts. Und Werkzeuge haben wir auch nicht irgendwo. Da oben. Braucht Holz. Da drüben. So, ich habe eingestellt, dass die Fabriken relativ schnell wieder weggehen, damit wieder neue kommen. Ich habe am Anfang immer so gedacht, ja, wenn so wenig wie möglich schließen, kommen auch so gut wie möglich neue, aber stimmt nicht. Dann stagniert alles ein bisschen. Und deshalb habe ich das jetzt einfach sehr hoch gemacht. Und schauen wir mal, vielleicht haben wir dann irgendwann mal keine Industrien mehr, aber wenn keine da sind, können einfach neue kommen nur noch oder können ja keine mehr weggemacht werden. Und vielleicht haben wir dann Glück und dann binden wir es an, dann gehen sie auch nicht weg. So, Brot. Haben wir irgendwo Brot hier oben? Ist aber eine schlechte Weizenfarm, die möchte ich eigentlich nicht haben. Dort. Zu nahe dran ist nicht so gut. Also hier ist überall Brot. Sogar hier. Okay. Gut. Dann, jo. Warten wir noch kurz wegen dem Geld, es könnte knapp werden. Kostet halt viel. Jetzt schauen wir einfach mal hier schon.
2 von 4 die Auslastung ist. Also die Ding ist grün. Hier ist aber, haben wir noch zu viele. Man sieht die Dinge nicht. Kann man das irgendwie einstellen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich will eigentlich wissen, wo meine Fahrzeuge sind. Ja, dann kann ich mal das erklären hier. Ich habe ein bisschen bessere Farbenmod reingetan. Sind dunkler, man sieht es besser. Das ist Industrie, das ist ja, Läden, also Geschäftsgebäude, genau. Und das sind Wohnhäuser hier. Und da muss man immer die Busse oder die Züge halt hinstellen, dass zum Beispiel die Bewohner dann zur Arbeit können und so. Es gibt übrigens noch einen Mod drin, der macht, dass irgendwo hier Leute... Ja, es sind Abnehmer und so, also es steht hier schon mal. Aber irgendwie sollten hier Leute hin müssen. Und ich weiß nicht, das war glaube ich im ersten Transportfieber so, dass halt immer Leute auch hin wollten zu den Fabriken. Aber schauen wir jetzt momentan nicht. Okay, wir sind immer noch im Minus, wir haben Höchstgeschwindigkeit. Ich müsste eventuell jetzt hier einfach mal. Ja, komm, machen wir es. Wir haben noch genügend Geld, sonst haben wir später kein Geld mehr. Lieber jetzt mal. Also, zuerst muss natürlich Weizen fahren. Oh, das ist ein bisschen blöde. Wieso ist die Straße hier so runter? Maximum so, aber mehr. Ja, sieht gut aus. Möchte ich nicht machen. Und hier mache ich am besten mehr zur Stadt. Also die geht noch von der Größe, aber eine Farm möchte ich nicht in der Nähe der Stadt haben. Und dann muss ich natürlich eine Stadt auswählen, wo auch Weizen, also Brot hat. Und am besten nicht zu nah an verschiedenen Gebäuden. Ja, und hier muss ich doch noch einen Dock machen. Das ist mir ein bisschen so. Und immer so weit wie möglich von der Straße weg. Weil sonst habt ihr dann einfach eine Möglichkeit, die Straße auszubauen. Genau. Ja, dann machen wir natürlich den besten. Ja, grün geht, habe ich noch. Neue Linie. Von hier nach hier. Und dann hier runter nach Marburg. Kenne ich irgendwie von irgendwo, also kommt mir sehr bekannt vor. Könnte groß sein. Marke, Brot. Also die Fahrzeuge fahren schon weg. Das ist cool, ey. Ein PS. Das ist geil damals. Also ich wäre gerne in dieser Zeit. Könnte natürlich ein bisschen gefährlich gewesen sein noch. Könnte ein bisschen jo, Armut gewesen sein. Weiß ja heute auch noch. Wie geil das aussieht. Boah, wie geil die Farm aussieht. Kann ich irgendwie den Hut verstecken? Geht das? Ich muss alle schließen. Ich dachte, alle erschießen. Linien. Hat eine. Kamera-Tool. Okay, ich werde jetzt einfach mal so einen Screenshot machen. Vielleicht dann mal editieren noch. Also, ich muss den Knopf drücken. So. Jetzt habe ich einfach hier oben noch die gelbe Linie, die ihr nicht seht. Sollte gut sein. Und ich mache hier runter, dass ich den Ort nicht habe. Speichern als TF1. Gut, wunderbar. Also, ich mache das meistens vor dem Part, denke ich mal. Und damit im Part einfach nichts gespoilert wird oder so. Jetzt habe ich es einfach noch nicht gemacht. Und ja,
Jetzt haben wir wirklich einen schönen Ort auch gefunden. So, ich muss mal kurz schauen. Ja, man sieht ein bisschen Hügel. Aber die Seen sieht man halt nicht. Also schauen wir mal kurz. Also hier könnten wir Häfen machen und hier müssen wir auf die Städte noch größer machen. Hier haben wir ein paar Städte. Können wir auch hier hochgehen, ja. Und hier haben wir auch Städte. Also es kann sein, dass ich viel mit Schiffen machen werde. Mit Flughäfen sowieso. Und ja, Züge werden wahrscheinlich am meisten kommen. Wahrscheinlich auch gute Routen, oder? Also hier könnte man hoch, hier vorbeifahren. Zum Beispiel um von Marburg nach Eisbronn zu kommen. Fahre ich dann einfach irgendwie so hier hoch. Wenn es geht, also es sind ja keine Zahnradbahnen, aber das wird schon gehen. Wenn wir vielleicht hier schon beginnen mit Brücken, steigt es auch nicht so. Aber ich möchte so gut wie möglich. Ich will nicht so extrem effizient einfach alles machen, sondern schön. Genau. Schauen wir mal den Zug an. Ah, er hat vielleicht zu viele. Die Tieren. Zu viele Waggons. Ja. Am Anfang, ja, ich dachte, es wären wenige, aber... Oh, hier sind aber schon 12 jetzt. Wir haben irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Plätze pro... Dann holen wir einfach nochmals. Wenn wir es Geld haben, holen wir 28 Plätze. Das heißt, 14. Wenn wir jetzt immer hier 14 stehen haben, dann geht's. Jetzt sind wir 12 gewesen. Ja, und sonst ist es auch nicht so schlimm. Also, ihr passt die Züge am besten einfach immer wieder ein bisschen an. Macht vor allem auch die Bahnhöfe mehr. Also erweitert die Strecken auch, wenn es halt zu wenig sind. Und wenn es zu viel sind, macht ihr halt nur zwei Städte verbinden oder so. Ja. Gut, also jetzt schon 18. Ich sehe es. Das Pferd hat noch ein bisschen. Was ist das für eine Taste? Ja. Boah, ist das schwer zu erkennen, so weit oben. Muss ein bisschen lauter werden, hm? Oh, wie hübsch. Also ich habe jetzt momentan normal. Es verläuft sozusagen normal schnell im Spiel. Man kann es noch schneller und langsamer machen. Aber jetzt haben wir, weiß nicht, Februar, März. Keine Ahnung. Also schon ein, zwei Monate drin. Okay, hier haben wir 0. Ich weiß nicht wieso, aber hier will niemand auf den Bahnhof scheinbar oder so. Ah, es ist nicht mehr verbunden. Oh je, mein Gott, das Spiel manchmal. Es ist gar nicht verbunden und ich habe es nicht gesehen. Das Beste, was wir machen können, ist einfach etwas platzieren in den Weg hinein. Also es ist etwas, was mich am meisten nervt in diesem Spiel. Das wirkt nicht als Gelände. Ah, das ist mal ersetzt, deshalb. So. Der steinige Bahnhof. Ich habe jetzt einmal die Pinsel-Tools und so noch nicht so gut gemacht. So, also. Sind doch ausgestiegen, hä? Ne, sind nicht ausgestiegen, es war kein Zug. Aber einer ist eingestiegen, immerhin. Okay, jetzt funktioniert es auch. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen gewesen. So. Ich tue nachher nochmals den Speicherstand überschreiben, wenn ich aufhöre. Aber ja, der Part ist eigentlich jetzt genug lang. Okay, muss ich nicht mehr. Dankeschön fürs Zusehen. Das war der erste Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
gebt mir Feedback, ein paar Wünsche, ein paar Stadtnamen und eventuell kann man auch ja, so Fahrzeuge benennen. Genau, jetzt haben wir den dritten, also 3 Monate sind jetzt vergangen. Wir kommen vorwärts. Ich möchte natürlich das nicht allzu schnell haben. Sagt, wenn ich es schnell oder langsamer machen soll, damit ihr vielleicht ein bisschen mehr, ja, seht, wie es so war. Und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit meinen Videos und Livestreams. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.